Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt nach Hannover zur Pressekonferenz von Bischöfin Margot Käßmann. Hallo Hamburg. Ja, und ich gebe gleich weiter zu Frau Käßmann auf unsere zweite Kamera. Wir wollen hören, was sie den evangelischen Christen zu erklären hat. Die Fotografen haben das erste Recht. Sie hat Platz genommen, neben sich der Bischöfin Käßmann hat Platz genommen. Man geht davon aus, dass sie ihren Rücktritt als EKD-Ratsvorsitzende bekannt geben wird, aber auch den Rücktritt als hannoveranische Bischöfin. Die sind abgeschaltet. Kameras laufen, gespannte Erwartung wie in der Zentrale der EKD. Ja. Herr Marwick wird anmoderiert. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich hier im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover, auch im Namen meines Kollegen Dr. Johannes Neukirch von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Mein Name ist Reinhard Marwick, ich bin der Pressesprecher der EKD. Ich begrüße Sie zu dieser Pressekonferenz und ich begrüße bei uns die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann, die gleich zu Ihnen sprechen wird. Ich mache Sie schon jetzt darauf aufmerksam, dass die Ratsvorsitzende im Anschluss an die Erklärung nicht mehr für Fragen zur Verfügung steht. Und ich bitte nun die Ratsvorsitzende um ihr Wort. Danke. So, können Sie sich... Ja. Am vergangenen Samstag habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Auch wenn ich ihn bereue aber und mir alle Vorwürfe, die in dieser Situation berechtigterweise zu machen sind, gemacht habe, mir selbst, kann und will ich nicht darüber hinwegsehen, dass das Amt und meine Autorität als Landesbischöfin sowie als Ratsvorsitzende beschädigt sind. Die Freiheit, ethische und politische Herausforderungen zu benennen und zu beurteilen, hätte ich in Zukunft nicht mehr so, wie ich sie hatte. Und die harsche Kritik etwa an einem Predigtzitat wie »Nichts ist gut in Afghanistan« ist nur durchzuhalten, wenn persönliche Überzeugungskraft uneingeschränkt anerkannt wird. Einer meiner Ratgeber hat mir gestern ein Wort von Jesus Sirach mit auf den Ratweg gegeben. Bleibe bei dem, was dir dein Herz rät. Und mein Herz sagt mir ganz klar, ich kann nicht mit der notwendigen Autorität im Amt bleiben. So manches, was ich lese in den letzten Tagen, ist mit der Würde des Amtes nicht vereinbar. Aber mir geht es neben dem Amt auch um Respekt und um Achtung vor mir selbst und um meine eigene Gradlinigkeit, die mir viel bedeutet. Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete. Ich war mehr als 10 Jahre mit Leib und Seele und sehr gerne Bischöfin und ich habe auch all meine Kraft in dieses Amt gegeben. Ich bleibe Pastorin der Hannoverschen Landeskirche. Ich habe 25 Jahre nach meiner Ordination vielfältige Erfahrungen gesammelt, die ich gerne auch in Zukunft an anderer Stelle einbringen werde. Es tut mir leid, dass ich viele enttäusche, die mich dringend gebeten haben, im Amt zu bleiben und die mich auch vertrauensvoll in meine Ämter gewählt haben. Ich danke allen Menschen, die mich so wunderbar getragen haben in diesen letzten Tagen mit Grüßen, E-Mails, SMSen und auch Blumen, die alle meiner Seele sehr, sehr gut getan haben. Dem Rat der EKD danke ich besonders, dass er mir gestern Abend ausdrücklich das Vertrauen ausgesprochen hat. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hannoverschen Landeskirche und der EKD, die mich haupt- und ehrenamtlich unterstützt haben. Insbesondere danke ich meinem allerengsten Team, das mir in so manchem Sturm die Treue gehalten hat. Ich danke allen Freundinnen und Freunden, allen guten Ratgebern, auch in diesen Tagen. Und ich danke meinen 4 Töchtern, dass sie diese Entscheidung
so klar und deutlich mittragen und heute auch hier mit anwesend sind, was nicht selbstverständlich ist. Zu allerletzt, ich weiß aus vorangegangenen Krisen, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand, und für diese Glaubensüberzeugung bin ich auch heute dankbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In Ihrer sicherlich schwersten Stunde Ihrer Amtszeit, die Mitarbeiter hier. Das war die Erklärung von Margot Käßmann. Sie ist erwartungsgemäß von ihren Ämtern zurückgetreten, sowohl im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland als auch als Bischöfin in Hannover.